Hallihallo und willkommen bei Fortress Crafty Wolf mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit, winke, winke. Ja, wir haben wieder was gebaut und gefarmt und haben einen Plan. Ja, das ist gelegentlich haben diese wir einen Plan. Ansagen immer von der Tibra gleich zu Beginn. Sachen, die wir nie halten. Doch, wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan. Ja, wir müssen die Abwehranlage am Dach fertig ausbauen und dann schauen wir kurz nach unten. Wir haben nämlich brav Geschosse, Tiefgeschosse ausgehoben. Ja, es steht mehreres an. Also, Tibor hat es ja schon gesagt, die ganze Abwehrgeschichte am Dach. Mhm. Wir sind so weit, dass wir Bahnproduktion aufbauen werden. Und ja, und das. Wir werden die Kohleanreicherung vergrößern. Ja, genau. Wir brauchen tonnenweise an Storage Hopper. Das werden wir jetzt machen. Ja. Also ich würde sagen. Ich glaube, gebaut ist ja alles. Großteils, ja. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ne? Ihr wisst ja, genau. Das Ressourcenthema. Wir haben zwar jede Menge gefarmt, so aber wir es. Haben auch gleichzeitig jede Menge verbaut. Also ich habe zum Beispiel 250 Storage Hopper. Man kann sich vorstellen, was dann Eisen und Zinn weggegangen ist. Ich habe noch einiges in Reserven an Bahn und die Tibra war fleißig und hat Pyrothermik-Generatoren. Kohlekocher. Ja, genau. Für alle Zuseher Pyrothermik-Generatoren. Kohlekocher. Die Tibra kennt es noch, der Kohlekocher. Eigenes Wörterbuch. Power Storages. Power Storages habe ich nicht gebaut. Oje. Oje. Nein, Power Storages, glaube ich, stehen sogar oben. Ah ja, stimmt. Ja, ich habe die Gans erstellt, wenn ich mich richtig erinnere, weil das ist schon viele Tage her. Mhm. Dazwischen immer wieder gefarmt haben, das werden wir da jetzt gleich mal rausnehmen. Alles, was genau. Fürs Dach oben ist. Ihr seht schon, da ist jedem ihr Erz drin. Ich habe hier drüben auch begonnen, diesen Kohlehaufen da zu dezimieren. Wo sind meine Tourettes? Oder habe ich die schon aufgestellt? Na, die sind ja schon aufgestellt. Da war was. Da war was, genau. Ich habe hier nämlich gleich einen Kohleanreicherer eingebaut. Mhm. Das heißt, damit das hier abgebaut wird. Das ist ein Riesen. Ah, du bist schon. Ja. Ein Riesenblock, das da rein. Ich fange einfach an, die mit Energie zu versorgen, oder? Ich habe ein paar Storage-Chopper. Pyrothermik-Generatoren aufstellen. Ja. Ah ja, hast du die mit, oder? Nein, die müsstest du haben. Moment, Inventar. Bei dir sein. Ja, 162 du, Stück. Da fehlen aber schon welche Tourettes, gell? Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Auf der Seite da drüben, ich glaube drüben stehen sie komplett. Ah, okay. Da drüben fehlen 8, weil dann würde ich die mal nachmachen. Wir brauchen sowieso da im inneren Kreis auch noch welche. Aber drüben stehen sie komplett, oder? Ja, bis auf das, wo die Kohle halt. Ja klar, da, wo die Kohle im Weg ist. Ja, und da brauchen wir ja auch dann für den Inneren noch mal welche. Also ich würde sagen, so um die 50 oder so könnten wir auf alle Fälle brauchen. Werden da jetzt dann baue ich die mal schnell. Da wird das Reed sehen. Kannst du nur bei dir auch schauen im Inventar, dass man die irgendwo... Nö, sorry, kann nicht dienen keine. Damit. Die Thread Reducer nehmen wir gleich mal mit. Mhm. Harten PCBs und Iron Plates hat es geheißen, brauchen wir. Ja. Puh, ich hoffe, die reichen jetzt. Jetzt schauen wir mal. Ich habe genug von dem Zeug. Du sollst es da nicht abgeben. Hallo? Na wurscht. So. Passt.
gibt's jetzt auch. Okay, dann muss ich das auf die andere Seite bauen. Ja, und da sieht man schon, Kohleanreicherung ist vorbereitet, die Smelters und die Köpfe für die Smelters, also diese, wie heißen die, die Inductions. So, da rein. Dass das Ganze effektiver wird, das werden wir dann als nächstes angehen. Jetzt bauen wir mal da oben das fertig auf. Bam, 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 bam. Da haben wir sie. Macht Blödsinn. Ja, das kann ich besonders gut. Ja, der Kohlenanreicher braucht natürlich Energie. So. Also du brauchst jetzt nur mal die Pyrothermik-Generatoren. Ja. Setzen. Dunkel. Ja, ich hab nichts drin im Hirn. Luftleerer Raum. Genau. Geh mal einfüllen, damit da. Zugige Höhle. Ja, genau, zugige Höhle. So, den letzten setze ich noch nicht rein, weil jetzt beginnen wir mal mit dem Befüllen. Damit wir da. Ich kann ja von dieser Seite hier auf beginnen. Ja, ich mach schon. Ich habe ja auch so viel. So. Ja, jetzt geht der Hege. So. Hehehe. Die südliche Hälfte vergessen. Oh! Ja, ich mach die fertig und arbeite mich vor, damit die nichts auslässt, okay? Die Hilfskräfte. Unqualifizierten Hilfskräfte. Nein. Ich habe ein System. Vertrau mir.
was. Hoppala. Aha. So. Der Kohle hat ja die Tiefe das schon fertig gemacht, weil da gibt es ja schon sogar eine Produktion hier oben. Ja, damit wir den riesen Kohleblock wegkommen. Ich habe gedacht, das ist ein Blödsinn, ich werde ihn zuerst runterleiten und dann wieder rauf. Also wird dort gleich ein anreicherer hingepflastert. So, den letzten lassen wir da wieder aus und befüllen ihn mal wieder. Wir warten auf die Pyrothermik-Generatoren. Auf die Kohlekocher, sag das doch gleich, die kommen doch schon. Alles wartet auf den Tiefbau. Ja, bitte. Ist doch cool. Alles schaut auf mich. So. Darüber jetzt. So, da sind wir komplett. Ja. Wird's gehen. So, wie viel haben wir da im Abstand? Genau, 1, 2, 3, 4, 5, genau. 1, 2, 3, 4. So, gleich habe ich's. Kommt da mal der erste drauf. Gleich leuchtet alles. Ja, in Innenkranz machen wir ja dann auch noch, ne? Ja. Hostseite hast du das jetzt? Ja. Und das letzte Stück? Ja, habe ich gemacht. Passt. Schon. So, ich setze dann noch schnell die Radiusse, die restlichen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und da hinten drauf. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann brauchen wir hier Förderbänder. Die können wir eigentlich gleich mit nehmen. Da. Ja, das nächste, was wir dann auch angehen müssen, nachdem wir alles, was wir heute vorhaben, in der Session aufgebaut haben, Crystal Deposit. Wir brauchen Rohre. Ja. Nur für Crystal Deposit brauchen wir die Stahlproduktion wegen dem Bohrkopf. Ah, stimmt. Und
Es hat sich im Labor gestern freigeschalten. Gestern oder vorgestern. Ja, ah ja. Ist mir aufgefallen. Super. Ich habe wieder ein, zwei Projekte aber wieder gestartet, dass wir nicht zu viel Zeit jetzt dann verlieren durch diese Projekte. Weil alles, was zum Lachen war mit dem Liquid. Ja, es zeigt ja immer sehr schön nacheinander an, was zum Lachen ist, ne? Ah, Blödsinn. Das ist mitgedacht. Anfügen. Anfügen. So. Ups. Ja, 21 so. Stück habe ich noch. Das ist ja cool. Wo sind... Da sind sie. Die Storage Hopper. Erste Kohle drüber läuft über das Förderband. Okay. Es schaut aus, wie wenn es in der Luft schweben würde und die ganze Unterkonstruktion vom Förderband fehlen würde. Okay. Mir nie aufgefallen. Ah, doch, das habe ich schon mal gesehen. Ja, aber warum wird das mit der angereicherten Kohle da händisch in die Storage Hopper zu Beginn einfüllen, hat nur den Grund, weil das Lager unten nicht so groß ist und dass wir das nicht komplett absaugen. Ja, stimmt. Bis sie die Storage Hopper da befüllen, würde das relativ lang dauern, bis das alles erhoben ist. Gut, jetzt nehmen wir da die Förderbänder raus. Okay, was wird das? Zack, das nehmen wir weg. Was? Das nehmen wir. So, ich brauche ein paar Storage Hopper. Ja, dieses Förderband da mal aufgebaut, damit einfach vorläufig einmal ja, damit das Eck abgesichert Versorgung ist. Da ist. Die jetzt natürlich umgebaut nach unserem Standard, den wir da hier oben haben. So, Treppchen. Ja. So, dann mal rein mit den Storage Hoppern. Genau zwei Storage Hopper, kann ich die noch machen?
schauen wir mal. 1, 2, yes. Und so, der innere Ring ist auch versorgt. Jetzt fehlen nur noch die Gans. Okay, die kommen gleich. Hast du wirklich gebaut? Ja, hier glaube ich. Perfekt. So, ist jetzt dein letzter Storage-Hopper rein. Und alles leuchtet. Jetzt müsste es eigentlich unterhalb versorgt sein. Damit wir was übersehen haben. So, da legen wir wieder mal Herz ab. Das wird cool, wenn dann die Smelter alle aufgebaut sind. Warum machen wir da noch nichts? Das passt damit. Fehlen die Pyrothermik-Generatoren. Norden in der Mitte. Norden, Mitte? Ja. Das war ja nur die Südseite komplett. Fehlen, ach so, ich glaube die Nordseite. Fehlen jede Menge Pyrothermik-Generatoren. Na, ab dann. Da. Okay. Hab noch welche im Gepäck. So, ich stelle mal die Turrets auf. 11 ist nicht genug, gell? Könnte ihn werden. Jetzt wird Kohle verbraten, herrlich. Damit die ganzen Produktionen endlich mal einen Sinn machen. Genau. Okay, warum geht's da runter? Das passt da jetzt nicht. Der kommt mit dem Liefern nicht nach. Ja, aber er müsste ja nichts liefern, es ist ja alles angefüllt. Ich habe gerade die Storage-Hopper rein gesetzt. Und nicht angefüllt, oder? Ja. Ja. Kannst du mir ungefähr 10 Kohlekocher machen? So einfach reinlegen, brauchst du etwas von mir? Nein. Da mal 30 reingelegt. Sind wir schon drinnen. Okay. So, dann schauen wir mal, wo fehlt jetzt der Mensch. Ah ja, da ist der Mensch. Da, wo es nicht leuchtet. Für die erste.
Ja, also da wird sich nicht mehr viel ändern. Wir werden irgendwann einmal die Tourettes auf ein höherwertigeres umbauen. Und es wird dann noch eine Reihe einmal dazukommen mit diesen Misseln. Die Missiles. So, ansonsten. Da ist wieder ein. Ist wieder in vorderster Reihe. Das ist der autistische Anhang. So der. Ja. Gut, jetzt schauen wir mal. Die sind voll. Da müssen wir befüllen. Soll ich auch noch was befüllen? Nein. Tschüss.